Freundinnen und Freunde der Astrologie, ich hoffe, ihr konntet den August zeitweise genießen oder produktiv nutzen oder beides. Der Power-Neumond im Löwen schenkt uns nochmal eine produktive Phase. Doch in diesem Mondzyklus beginnt auch die Rückläufigkeit von Kampfplanet Mars, und zwar am 10. September. Und die läutet einen heißen Herbst ein. Was das für unsere beruflichen und persönlichen Beziehungen bedeutet, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Ich habe es ja gesagt, der Sommer wird heiß, nicht nur durch die sommerliche Hitze, sondern auch durch viele andere Aufregungen, die mit dem Mars-Transit einhergehen. Sei es, dass es ein Tauziehen darum gibt, wie viele Freiheiten wir jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben oder behalten dürfen, sei es, dass sich aus nichtigsten Anlässen Krawalle und Unruhen ergeben. Und nicht zuletzt die verheerende Explosion in Beirut trug ebenfalls die Signatur der feuergefährlichen Marskräfte. Auf all das werde ich in meinem nächsten Mars-Update nochmal eingehen. Aber hier wollen wir uns den Mondzyklus anschauen. Der ist ja immer ein Symbol für die Zeitqualität, also für die Stimmung, die in der Gesellschaft vorherrscht. Der Neumond wird exakt am Mittwoch, den 19. August um 4.41 Uhr und dabei stehen Sonne und Mond auf 26 Grad Löwe. Und bei der Konstellation entsteht hier dieses große Dreieck aus blauen, roten und grünen Aspekten. Und das nennt man auch ein Lerndreieck. Wir können uns also als Gesellschaft und auch auf der persönlichen Ebene weiterentwickeln, wenn wir aus den Herausforderungen, die jetzt anstehen, etwas lernen und nicht nur unser eigenes Ego sehen, sondern auch die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Und das ist halt ein Konflikt zurzeit. Denn hier haben wir Mars und Lilith im Widder. Das sind Kräfte, die eher das Ego oder die eigene Unabhängigkeit betonen. Im Konfliktaspekt dazu stehen die Planeten im Steinbock. Das ist sozusagen die Regierung, die die Vorschriften macht. Wir sind also hin und her gerissen zwischen unseren persönlichen und auch egoistischen Wünschen, zum Beispiel nach Freiheit, nach Selbstbestimmung und auch einfach nach Action und Abenteuer, und unserer gesellschaftlichen Verantwortung jetzt in der Covid-Krise. Da spiegeln sich auch deutlich die Ängste und Sorgen der Eltern wieder, die jetzt ihre Kinder wieder in die Schule schicken müssen oder wollen und nicht wissen, ob das gut ausgehen wird. Und so mancher wird da seine eigene Entscheidung treffen wollen, auch wenn es gegen die Vorschriften ist. Dann haben wir hier diesen grünen Aspekt und der bedeutet, dass wir Anpassungen vornehmen müssen. Wir werden nicht umhinkommen, Kompromisse zu finden und unsere Verhaltensweisen auf die Erfordernisse einzustellen. Wir müssen einsehen, dass es nicht einfach nur nach unseren persönlichen Befindlichkeiten gehen kann, sondern dass wir auch mitdenken und Rücksicht auf andere nehmen müssen. Und wenn wir dazu bereit sind, dann kommen wir in den Bereich von diesem blauen Aspekt hier. Das ist ein Harmonieaspekt, der den Neumond mit den Kräften des Mars verbindet. Dann kommt Bewegung ins Spiel und es öffnen sich Wege für neue Lösungen und wir können aktiv und produktiv werden. Das wäre sozusagen die Wirkung dieses Lerndreiecks, dass wir mit unseren Aufgaben wachsen und letztendlich Großes vollbringen können. Wir sollten wirklich alles daran setzen, jetzt noch Strukturen zu schaffen und zusammenzuarbeiten, bevor der Mars am 10. September rückläufig wird. Auf dem Weg zum zunehmenden Mondviertel geht die Sonne am 22. August um 17.45 Uhr in die pragmatische Jungfrau. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das dieses Jahr schon am 22. August ist, das liegt daran, dass wir ein Schaltjahr haben. Schaut euch doch dazu bitte auch mein Video über den Sternzeichenwechsel, das Schaltjahr und den Kalender an. Da habe ich das ausführlich erklärt. Beim zunehmenden Mondviertel am 25. August steht der Mond hier im visionären Schützen, während sich die Sonne und der Merkur hier günstig mit Erfinderplanet Uranus verbinden. Und weil die Jungfrau ja das Zeichen der Heilung und der Medizin ist und Uranus der Planet der neuen Erfindungen, könnte das ein Hinweis sein, dass wir einen Fortschritt in der Medizin oder auch Alternativmedizin machen. Und das können wir ja in der Corona-Krise dringend brauchen. Vielleicht schenken uns die Sterne aber auch eine andere gute Idee, die uns als Gesellschaft nach vorne bringt. Weiterhin müssen wir damit fertig werden,
dass es viele Leute gibt, die quertreiben und die Regeln durchbrechen wollen. Oder auch solche, die gesetzliche Vereinbarungen blockieren. Denn der Mars läuft in dieser Mondphase ins exakte Quadrat zu Saturn und das ist immer ein Blockadeaspekt. Da müssen wir mal schauen, wie sich das äußert. Vielleicht auch einfach durch Grabenkämpfe in der Politik. Dann werden sich Politiker aus Eitelkeiten oder aus egoistischen Gründen heraus nicht einig und behindern dadurch den Fortschritt. Was wir machen können, also alle diejenigen, die Bewusstseinsarbeit leisten und sich mit Spiritualität beschäftigen, ist Folgendes. Wir können meditieren und Impulse ans Universum senden und uns dabei auf das Gute, die Einigung und die Heilung konzentrieren und wahrnehmen, wie alles mit allem verbunden ist. Das ist die Botschaft von Spiritualitätsplaneten Neptun, der harmonisierende Aspekte bildet. Am 2. September um 7.21 Uhr wird dann der Vollmond exakt. Die Sonne steht dann in der Jungfrau und der Mond in den Fischen. Das ist im Welthoroskop die Heilerachse und ein Hinweis darauf, dass in diesem Mondzyklus die Kräfte der Heilung und Spiritualität stark betont sind. Deswegen, wenn ihr irgendwas beitragen könnt zur Anhebung des Bewusstseins oder wenn ihr in einem Heilberuf arbeitet, dann gebt alles. Außerdem werden die Kräfte der Heilung und der pragmatischen Lösungen zusätzlich durch gute Ideen und überraschende Geistesblitze angeregt. Harmonische Aspekte bildet auch der Merkur in der Jungfrau. Die Kampfaspekte von Mars sind zwar noch spürbar, aber trotzdem kann man dann durch gute und vernünftige Gespräche zu Konfliktlösungen kommen. Ihr könnt euch merken, dass während dieses Mondzyklus in der Zeit vom 20. August bis 10. September viele pragmatische Lösungen angestrebt werden können. Und das Mantra sollte lauten, man kann über alles reden. Wichtig ist halt nur, dass man nicht zu kritisch ist, sondern dass man sich auf neue Möglichkeiten einlässt und einander gut zuhört. Und wir sollten uns ganz fest vornehmen, auf Provokationen oder zornige Emotionen einfach gar nicht einzugehen. Denkt also bitte nochmal an die 90-Sekunden-Regel, die ich euch in meinem Mars-Video erläutert habe. Falls ihr das Video zum aktuellen Mars-Transit noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall noch reinschauen. Es heißt Mars im Widder, Begegnung mit dem inneren Krieger. Ich selbst habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, bewusst ruhig zu bleiben und meinen aufkommenden Emotionen von Zorn und Ärger nicht nachzugeben. Ich kann wirklich sagen, dass mir die Erkenntnis der Konstellationen unheimlich geholfen hat. Bei mir wäre es beinahe zu einem Zerwürfnis mit einem super wichtigen Geschäftspartner gekommen. Ich habe dann in unsere Horoskope geschaut und gesehen, dass wir beide direkt diese Mars-Aspekte empfangen haben und bin dann ganz schnell wieder zurückgerudert. Wir haben zum Glück noch die Kurve gekriegt. Und jetzt sind wir in einer super produktiven Phase. Das ist das nämlich. Wenn ihr es schafft, die Marskräfte in konstruktive Bahnen zu lenken, könnt ihr damit richtig was erreichen zurzeit, vor allem noch bis zum 5. September. Aber wir müssen eben auf unsere Emotionen Acht geben und das gilt auch für die Liebe. Die Venus wandert noch bis zum 5. September durch den emotionalen und verschmusten Krebs und gerät dabei aber leider in die Kampfenergie zwischen Mars und dem Planeten im Steinbock. Und das seht ihr deutlich an diesem roten Dreieck hier. Und das bedeutet, es drohen Erlebnisse von Zurückweisung, weil wir einen Mangel an Liebe und Zuwendung empfinden. Und aufgrund der Marskräfte sind wir nicht bereit, das zu dulden, sondern wir wollen das laut und zornig zum Ausdruck bringen oder wir weinen, werden irre emotional. Also passt auch in euren Partnerschaften auf, lasst euch nicht gehen und lasst euch nicht in diese Zank- und Streitenergie hineinfallen. Das bringt jetzt überhaupt nichts. Wenn ihr euch liebt, dann stürzt euch lieber miteinander ins Bett und tragt eure Kämpfe im Stil von Katzen und Löwen auf erotischer Ebene aus. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es sicher besser, einfach mal das Zimmer oder die Wohnung zu verlassen, sodass sich jeder für sich allein erstmal beruhigen kann. Am 5. September wandert der Merkur in die Waage, gefolgt von der Venus, die am 6. in den Löwen wechselt. Das ist günstig, denn die beiden bilden bis zum 10. September einen verbindlichen und freundlichen Aspekt, der uns weiterhin dabei hilft, im Gespräch zu bleiben und Lösungen anzustreben. Und das ist auch nötig, denn genau zum abnehmenden Mondviertel am 10. September wird dann der Mars rückläufig. Das bedeutet, dass der Mars in der Zeit vom 7. bis 13. September besonders starke, rebellische und aggressive Kräfte entfaltet.
Man neigt dann zu Alleingängen und dazu, Widerstand gegen alles und jeden zu leisten. Die weiteren Aspekte zeigen, dass wir in dieser Zeit eine Phase der Verwirrung haben. Vielleicht geht es dann wieder mal um eine Sicherheitsmaßnahme im Zusammenhang mit der Covid-Krise, bei der viele verschiedene Meinungen aufeinanderprallen und möglicherweise auch falsche Erwartungen geweckt werden. Also die Tage rund um dieses Mondviertel sind wirklich schwierig und da ist große Vorsicht und Umsicht geboten, damit wir nicht in Konflikte hineingeraten, die im Grunde nichts bringen und uns nicht weiterhelfen. Auch für unsere Liebesbeziehungen und Partnerschaften ist das heikel. Die Venus wird nämlich zum nächsten Neumond in der Jungfrau am 17. September einen harten Aspekt zu Unruhestifter Uranus bilden. Und da können wir spontan glauben, die Lösung dieses Konflikts wäre, dass man sich trennt. Und dann kann es aus einem Impuls heraus zum Liebesaus kommen. Das wäre wirklich schade, denn wir können davon ausgehen, dass wir in dieser Zeit spontan Dinge tun, die wir hinterher bereuen würden. Deswegen immer schön an die 90-Sekunden-Regel denken. Das könnt ihr auch gemeinsam mit eurem Partner üben, wenn ihr merkt, dass sich Gefühle von Wut und Zorn aufbauen. Auf der anderen Seite enthält dieser Neumond wieder den Aspekt des großen Lerndreiecks. Der Kosmos fordert also erneut, dass wir an unseren Herausforderungen wachsen, lernen und uns als Gemeinschaft weiterentwickeln. Und wir erhalten auch eine Chance, nämlich die Chance, in Fragen der Gesundheit, Sicherheit und Heilung ein Stück weiterzukommen und mehr Einigkeit zu finden. Das schauen wir uns dann im nächsten Mondzyklus-Video näher an. Das waren meine Gedanken zum Neumond im Löwen und dem Mondzyklus vom 19. August bis 17. September. Geplant ist außerdem ein Mars-Update, in dem ich noch näher auf die Bedeutung der Rückläufigkeit des Mars eingehen werde. Und ab dem 23. August gehen die Sternzeichen-Videos für den September online. Wenn ihr immer informiert werden wollt, falls ich ein neues Video hochlade oder einen Livestream veranstalte, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Empfehlen möchte ich euch noch unbedingt mein Video über den Mars im Widder mit der 90-Sekunden-Regel, über Lilith im Widder und Chiron im Widder. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!